Gestern Abend wurde ja die erste Verhandlungsrunde unterbrochen, aber bei uns gehen die Gespräche jetzt auf eine gewisse Weise weiter, wenn auch nicht im gleichen Raum. Ich begrüße aber beide Chefverhandler, nämlich Rainer Wimmer von der Gewerkschaft in unserem Studio in Linz. Guten Abend. Guten Abend. Und Christoph Hinteregger, den Chefverhandler der Arbeitgeber in unserem Studio in Dornbirn. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wolf. Guten Abend, Herr Kollege Wimmer. Guten Abend. Herr Wimmer, ich möchte gern mit Ihnen beginnen. Der höchste Abschluss bei den Metalllohnverhandlungen der letzten Jahre war 3,9%. Jetzt wollen Sie 5,5%. Übertreiben Sie es nicht ein bisschen? Nein, wir übertreiben nicht. Herr Wolf, wir haben folgende Situation. Wir haben ein super Wirtschaftswachstum, wir haben eine enorme Produktivität, wir haben eine Exportquote von über 8%. Das heißt, unsere Metallbetriebe laufen. Wir haben auch eine enorme Inflationsrate. Das heißt, wir wollen die Inflationsrate abgegolten haben und wir wollen diesmal von dem Produktivitätszuwachs etwas haben. Und das ergibt rund 5,5%. Herr Hinteregger, Sie haben heute in einer ersten Reaktion gesagt, das ist völlig überzogen und haben so richtig betroffen gewirkt. Aber warum eigentlich? Herr Wimmer hat doch recht, die Gewinne waren extrem hoch in Ihrer Branche, die Inflation ist hoch wie lange nicht. Warum sind die 5,5% so überzogen? Herr Wolf, ich gebe Ihnen in Ihrer ersten Reaktion auch vollkommen recht. 5,5% sind viel zu viel. Mit diesem Prozentsatz nachhaltig überfordern wir jeden Metallbetrieb in der österreichischen Industrie. Das ist nicht verantwortbar, mit mir schon gar nicht. Das ist eine Höhe, die man sich vorstellen muss. Wir schieben das gesamte Lohngefüge um 5% an. Und diese 5% wirken in die Zukunft, in das nächste Jahr, in das übernächste Jahr und in die Jahre danach. Wir wissen aber nicht, sind die kommenden Jahre gleich gut wie das heurige? Als ich den Herrn Wimmer gestern um Garantie gefragt habe, ob er mir garantieren kann, 12, 13 auch so gut wird, habe ich keine Antwort bekommen. Wir wollen deshalb für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen fairen Abschluss machen, der einen Cocktail darstellt. Und ich sage Ihnen die Zutaten dazu. Wir haben einen Erfolg gehabt. Wir sind aus der Grube wieder hochgestiegen. Wir sind erst so gut wie 2008. Wir haben es gerade geschafft, nicht mehr. So, wir plädieren für einen moderaten perzentuellen Abschluss, den wir auch im kommenden Jahr finanzieren können. Wir möchten eine Einmalzahlung vorschlagen. Angebot liegt auf dem Tisch. Genau diese Einmalzahlung hat eine stärkere Wirkung für Niederverdienende, die derzeit unter der Inflation leiden. Und wir sind bereit, über andere flexible Elemente, die Geld bringen in die Geldtaschen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zu reden. Gut, zu diesem Gespräch sind wir leider nicht gekommen. Wir haben leider nicht so viel Zeit in der ZIP-2 wie in einer üblichen Verhandlungsrunde. Jetzt lassen wir mal den Herrn Wimmer antworten. Das zentrale Argument der Arbeitgeber ist, ja, es war ein gutes Jahr, aber es steht möglicherweise eine große Wirtschaftskrise bevor und Sie können sich Ihre Forderung einfach nicht leisten, Herr Wimmer. Ja, wir erleben alle Jahre dasselbe Spiel. Immer wenn wir in Verhandlungen treten, ziehen riesige schwarze Wolken auf. Auf der einen Seite sehen wir aber, dass die Arbeitgeber gar nicht so zimperlich sind, wenn es darum geht, Bonis und Lohnerhöhungen für die Geschäftsführer und für die Manager auszuzahlen. Wir wissen, dass es heuer eine Lohnerhöhung von 4% gab. Ich glaube, hier misst man mit zweierlei Maß. Uns geht es darum, dass die Kolleginnen und Kollegen hart gearbeitet haben. Sie haben Überstunden gemacht. Sie haben die Produktivität gehoben. Und von dieser Produktivität wollen wir einen Anteil eben haben. Und das sind eben 5,5%. Einmalzahlungen, sehr geehrter Hinteregger, das zahlen Sie aus dem Portemonnaie, die sind nicht nachhaltig. Wir sagen auch ganz deutlich, jawohl, es ist möglich, Einmalzahlungen zu geben, aber wir brauchen in erster Linie einen ganz besonderen, außergewöhnlichen Abschluss für das heurige Jahr, weil die Menschen stöhnen unter dieser enormen Inflation. Und darum geht es, die Wirtschaft kann sich leisten. Wir haben die besten Zahlen und wir reden vor allen Dingen über die Vergangenheit.
vergangenen 16 Monate, also über den Ertrag, der schon nach Hause geführt ist. Wir reden ja, genau, nicht von der Entwicklung in den nächsten Jahren und im nächsten Jahr. Das werden wir ja dann bei den nächsten Lohnverhandlungen von Ihnen serviert bekommen. Meine Herren, ich muss Ihnen etwas kürzere Antworten bieten. Herr Hinteregger, hat da der Herr Wimmer nicht einen Punkt? Argumentieren Sie nicht tatsächlich ein bisschen unfair, wenn es der Wirtschaft besser geht, dann verlangen die Arbeitgeber immer niedrige Abschlüsse, um den Aufschwung nicht zu gefährden. Und wenn es der Wirtschaft schlechter geht, dann verlangen sie erst recht niedrige Abschlüsse. Nein, wir müssen damit die ganze Krise Geschichte nicht noch schlimmer wird. Nur ganz kurz noch ein Argument. Die Voest, großer Metallbetrieb in Österreich, hat in diesem Jahr ihren operativen Gewinn um 180% gesteigert. Sollte da nicht den Arbeitnehmern was zustehen davon? Ich gratuliere hier der Voest. Wir, und das ist öffentlich nicht publiziert, die Voest gibt Prämien an jeden Mitarbeiter in ihrem Betrieb. Das ist gut so. Voest kann sich das leisten. Ich verhandle für 1600 Firmen, nicht nur für die Voest. Hier sind kleinere Firmen, hier sind Familienbetriebe, hier sind mittlere Betriebe. Diese Betriebe haben in der Krise die Mitarbeiter durchgetragen, nicht gekündigt. Und wir haben Verantwortung für diese Betriebe und die Mitarbeiter dort. Deshalb Ernte, ja, Herr Kollege Wimmer. Die haben wir jetzt in der Scheune, die können wir aber nur dieses Jahr verteilen und nicht im nächsten. Von Ihnen kriege ich ja nicht die Garantie, dass es das nächste Jahr wieder so läuft. Das heißt, ein Mix, moderater Prozentabschluss, zukünftig finanzierbar, Einmalbetrag knackig, saftig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für uns fleißig gearbeitet haben. Da haben Sie absolut recht. Und mit diesem Mix können wir diese Situation, exakt gleich wie 2008 vor Lehman Brothers. Wir haben eine dunkle Wolke. Erstens 0,1% Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Quartal. Wir hängen von Deutschland ab. Zweitens Griechenland. Italien wurde gerade herabgestuft heute. Euro wackelt. Wir haben volatile Börsen. Und ich hoffe nicht, dass wir in der Realwirtschaft angesteckt werden von diesen Symptomen, die derzeit um uns herumkreisen. Deshalb bitte ich Vorsicht. Verantwortungsbewusstsein, Herr Wimmer, ich lade Sie ein zu Gesprächen am 12. Dort haben wir den Fahrplan, dort geht es weiter. Lass uns über diesen Mix reden, der vernünftig ist und für die Zukunft finanzierbar. Hatten wir schon. Herr Wimmer, ist das nicht ein Punkt? Sie verlangen einen besonders hohen Lohnabschluss fürs letzte Jahr, aber die Arbeitgeber müssen ja tatsächlich nächstes Jahr bezahlen und die Wirtschaftsaussichten fürs nächste Jahr werden praktisch jeden Tag nach unten geschraubt. Wir haben alle Jahre dasselbe Lied. Wir haben alle Jahre dasselbe Lied. Vor der Krise geht es nicht, weil da müssen wir aufpassen, dass wir ansparen. In der Krise gibt es keine Lohnerhöhung, weil da haben wir ja kein Geld. Und nach der Krise haben wir dann noch weniger Geld. Wir haben es satt, dieselben Floskeln immer zu hören. Und ich sage Ihnen noch was, Herr Hinteregger. Sie wissen ganz genau, dass die Metallunternehmen, und da gibt es genaue Untersuchungen dafür, in den letzten Jahren enorme Gewinne abgeschöpft haben. 90% der gesamten Gewinne sind aus den Unternehmen entzogen worden. Und wenn Sie das machen, selbst in der Krise, 2009 wurde 1,6 Milliarden aus dem Unternehmen gezogen. Für die Föst haben Sie recht. Wenn die Wirtschaft pumpt, wenn tatsächlich gute Zahlen erwirtschaftet werden, dann müssen Sie doch so fair sein, dass Sie die Menschen mitleben lassen. Sie haben sich verdient, wir treten dafür ein und wir werden kämpfen. Und gut, die 5,5% sind argumentierbar und sie sind leistbar. Herr Wimmer, ich habe eine ganz konkrete Frage, Herr Wimmer. Sie wissen natürlich selber, dass Sie keinen Abschluss über 5,5% kriegen werden und Sie können ja jetzt auch schwer öffentlich über Ihre Schmerzgrenze sprechen. Trotzdem möchte ich es versuchen, da Herr Hinteregger bietet einen Mix an. Wie wichtig ist es denn für die Gewerkschaft, dass vorn ein Vierer steht? Wir treten mit 5,5 an. Wir treten mit 5,5% an, weil das eine Größenordnung ist, die machbar ist. Und die werden Sie nicht kriegen, das wissen Sie ja auch. Da wissen Sie mehr wie ich. Wir werden das in den Verhandlungen tatsächlich auch sehen. Aber ich glaube, die Menschen haben sich nach der Krise, Menschen haben die Krise durchgetragen. Und nach der Krise, wo jetzt die Wirtschaft wieder funktioniert, haben sie sich verdient, dass sie ihren gerechten Anteil bekommen. Und wir werden nicht nachgeben. Wir werden kämpfen. Wir werden versuchen, dass wir die Arbeitgeber davon überzeugen werden. Und weil Sie gesagt haben, am 12. werden wir in Verhandlungen treten, Herr Hinteregger, wir stehen ab heute bereit, morgen, übermorgen, Tag und Nacht. Wir nehmen uns die Zeit dafür, einen ordentlichen Abschluss herbeizuführen. Nicht erst am 12., aber wenn es am 12. kein Ergebnis nicht gibt, dann können Sie davon ausgehen, der 12. dass ist der Fahrplan, so haben wir es ausgemacht, Herr Kollege Wimmer. Da wir am 13. mit unseren Maßnahmen beginnen werden. Aber dafür haben Sie dann die Verantwortung zu nehmen. Herr Hinteregger, warum wird nicht gleich morgen weiter verhandelt, wenn es das Angebot schon gibt?
Schauen Sie, ich bin in meinem wirklichen Beruf Manager bei Doppelmayr. Hier gibt es Kundenbesuche, Aufträge abzuwickeln. Deshalb der Fahrplan. Wir haben vorgesehen, gestern zu verhandeln, am 12., am 20. So sieht der Fahrplan vor. Da haben wir alle Zeit von der Arbeitgeberseite. Wir verhandeln am Verhandlungstisch. Wir finden es sehr befremdlich, dass wir Vorstellungen über Pressekonferenzen wie heute bekommen haben. Aber es gibt auch eine gute Botschaft, die möchte ich jetzt an alle Frauen sagen. Wir haben vor einigen Wochen Frauen-KV diskutiert. Wir haben, denke ich, ein gutes Element erzielt bereits in dieser Verhandlung. Wir sind übereingekommen, dass die Karenzen auch zukünftig bei Lohnsteigerungen für jedes Kind angerechnet werden. Bis heute war das nur einmal der Fall, zukünftig für jedes Kind. Hier sind wir bereits einig mit den Gewerkschaften. Hier gibt es einen tragbaren Vorschlag. Gut, das Details, freut uns. Die Details können wir leider nicht diskutieren. Trotzdem nein, das ist die Botschaft. Wir sind auf gutem Kurs. Ich muss zum Schluss kommen, aber ich habe an Sie bitte auch noch eine ganz konkrete Frage. Sie haben 3,1% plus die Sonderzahlung angeboten und diesen Mix. Ist für Sie ein Viererfahren völlig undenkbar? Ein Vierer ist hier in diesem Gespräch für mich undenkbar. Wir verhandeln nicht über Medien. Wir verhandeln am Verhandlungstisch. Das wird am 12. Oktober stattfinden. Wir laden ein, den Herrn Kollegen Wimmer, uns die Zutaten, die er sich vorstellt, für unseren Cocktail mitzugestalten. Und es gilt, einen Mix zu finden, der für die Mitarbeiter fair ist. Dann muss ich jetzt so ist, dass kleinere Firmen nicht abgewürgt werden. Ja, ich muss Sie leider unterbrechen. Wir hatten kleinere Firmen nicht. Wir hatten das schon. Wir sind weit über der Zeit. Ich habe mir ohnehin nicht gedacht, dass Sie heute Abend zu einer Einigung kommen werden. Sie hätten sich ja auch schwer die Hand geben können, aber immerhin geredet wurde. Es wird weiter geredet. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wir werden über das Ergebnis berichten. Vielen Dank. Guten Herr Abend. Wolf, vielen Dank. Herr Kollege Wimmer, schönen Abend. Schönen guten Abend nach Wien.